Also Leute, jetzt müssen wir mal doch darüber reden. Es hat ja keinen Sinn. Lange Zeit habe ich mich dagegen verwehrt. Ich wollte das Thema wegignorieren, weil es mir, so unlogisch es auch klingen mag, strikt gegen die Ethik ging. Aber jetzt komme ich eben nicht mehr drum herum. Die Rede ist von der Vampire-Turbokarte, respektive dem dahinterstehenden Projekt. Und bevor mich die Puristen ans Kreuz knüppeln wollen, ich habe mir das Ding nicht gekauft, sondern dies hier ist eine Leihgabe, speziell zur Ansicht für die Siesta-Chips-Folge. Besten Dank dafür nochmal nach Österreich. Und was soll ich sagen? Ja, mein Seelenheil scheint nun echt in Gefahr zu sein, denn auf unbestimmte Art und Weise mag ich dieses teuflische Ding. Schwadronieren können wir zum Schluss. Jetzt erstmal die Fakten. Ich habe hier die Vampire V2 für den Amiga 600. Und das alleine finde ich schon extrem sympathisch, denn der 600er war ja seinerzeit eine absolute Heulboje. Dass ihm nun solch Ehre zuteil wird, sehe ich als eine späte Wiedergutmachung an. Es gibt die Vampire aber auch für den 500er, da dann auch gleich mit eigenem IDE-Port. Nach meiner selbstdefinierten und vielfach bestätigten Meinung besteht eine Turbokarte für den Amiga aus einer eigenen CPU, die leistungstechnisch besser ist als die CPU des Systems, in welches die Karte eingebaut wird. Check, hat die Vampire. Daneben, um richtig Turbo ins System zu kriegen, muss so eine Karte auch FastRAM mitbringen. Und davon hat die Vampire gerade genug, mit 128 MB für den Amiga also unendliche Weiten. Eine richtig gute Turbokarte hat auch noch ein eigenes Interface für Massenspeicher, damit man nicht mehr auf die klassischen und entsprechend langsamen Onboard-Interfaces, insofern überhaupt vorhanden, angewiesen ist. Yo, auch das hat die Vampire, super modern, also hier mit Micro-SD-Slot. Die Sache hat noch einen Haken, dazu kommen wir dann später. Und so richtige Top-of-the-Pops-Turbokarten bringen auch noch die Möglichkeit der Erweiterbarkeit der grafischen Leistung. Im klassischen Sektor fällt mir da ad hoc nur die Blizzard Vision PPC ein. Die Vampire hingegen hat sowas ebenfalls dabei und, oho, mit einem modernen HDMI-Anschluss. Jo, und jetzt nochmal von vorne. Der Prozessor nennt sich 68080. Eine Bezeichnung in der Tradition der klassischen Motorola-CPUs. Das hier hat allerdings nichts mit Motorola oder Freescale zu tun. Der Prozessor könnte genauso gut Karl-Heinz heißen, aber das würde freilich nicht so gut ankommen wie das markige 68080. Welcher von sich behauptet, der natürliche Nachfolger des 68060 zu sein, dem letzten Motorola-Prozessor dieser Familie. Wenn wir jetzt aber einen Chip suchen, der die Bezeichnung 68080 trägt, so werden wir enttäuscht. Das hier ist nämlich das Zuhause des 68080. Und was steht da? Altera Cyclone 3. Komisch. Mal schnell googeln. Super, im Leben lacht kein Gas. Intel! Es ist ja klasse, da versucht man sich standhaft dem Klassenfeind zu entziehen und dann sowas. Na, immerhin prangt nicht das Intel-Logo auf dem Chip. Aber was ist es denn nun? Na, es handelt sich hierbei um ein sogenanntes FPGA, ein Field Programmable Gate Array. Die Wikipedia übersetzt das recht hölzern als eine im Feld, also vom Kunden, programmierbare Logikgatter-Anordnung. Damit kann der Normalsterbliche aber immer noch nichts anfangen. Es handelt sich, vereinfacht gesagt, um einen Chip, der so programmiert werden kann, dass er sich so verhält, wie es die jeweilige Anwendung verlangt.
das allgemeine Bild von den schachbrettartig angelegten Leitungen, an deren Überkreuzungen Schalter liegen, die man beliebig schalten kann, um das gewünschte Schaltbild zu erreichen, ist hier wohl recht anschaulich und auch passend. Aus Software wird praktisch Hardware. Und eben dies haben die Herrschaften Gunnar von Böhn und Christoph Höhne vom Team Apollo ab dem Jahr 2006 in Angriff genommen. Sie schufen in kompletter Eigenregie, ohne jedwede Unterstützung seitens Motorola Freescale, in nur 12 Jahren den sogenannten Apollo Core, der weitestgehend kompatibel zur klassischen 68000er Familie ist, und packten einen ordentlichen Batzen moderner CPU-Features mit drauf. Da verwundert es nicht, dass diese, nennen wir sie eben mal CPU, schneller läuft als ein 68060 mit 100 MHz, 64-Bit-Instruktionen inkludiert, vergleichsweise riesige Caches für Instruktionen und Daten hat, durchgepipelined ist, im günstigsten Modus 4 Instruktionen pro Takt verwurschteln kann. Nur mal so zum Vergleich, der 68000 macht es andersherum, ein Befehl in 4 Takten. Also ganz generell ist die 68080 die Badass-CPU schlechthin für klassische Amigas. Die genauen Features und Details lest ihr dann bitte selbst nach. Gunnar und Christoph trafen auf Igor Majstorowitsch, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der seinerseits vorhatte, eine FPGA-basierende Turbokarte für den Amiga zu entwickeln. Tja, und das ist dann eben ganz gut zusammengegangen. Igor lieferte die Hardware und Gunnar und Christoph die CPU, oder besser gesagt den Core. Welcher allerdings für den ersten FPGA, den auf der Vampire 1, viel zu groß war und entsprechend zurechtgeschnitten werden musste, was freilich auf die Leistungsfähigkeit drückt. Erst ab der Vampire 2 ist der ursprüngliche 68080 vollumfänglich verfügbar. Und noch was am Rande. Schon mal was von Natami gehört? Der 68080 war ursprünglich dafür vorgesehen, ist nur halt nicht viel draus geworden. Die Realisierung in einem FPGA macht durchaus Sinn, denn für eine Massenproduktion von echten 68080er Prozessoren dürfte die Nachfrage schlichtweg viel zu gering sein. FPGAs als Hardware gibt's schon, fix und fertig, die kann man einfach so bestellen. Diese muss halt eben dann nur noch konfiguriert werden, wobei nur noch in dicken Anführungszeichen steht. Ein ungeheurer Kostenvorteil ist das natürlich. Und so muss ich eingestehen, dass wohl eben genau so die Zukunft des Amiga-Systems aussehen wird. Ein Geschmäckli bleibt dabei natürlich zurück, denn dieser FPGA könnte ja auch, entsprechend eingerichtet, genauso gut einen Kaffeevollautomaten steuern. Es ist keine exklusive Amiga-Hardware mehr und die Puristen mögen sich daran eben stoßen, aber es nützt ja nichts, denn Motorola, respektive Freescale, haben klipp und klar gesagt, dass es keine 68060er Prozessoren mehr geben wird. Punkt aus Öpfel. Das Team Apollo hat übrigens nichts mit den klassischen Apollo-Erweiterungen für den Amiga zu tun, aber das nur mal so am Rande. Zum kleinen Haken mit dem SD-Kartenslot. Natürlich ist es super, dass es hier nativ nun eine Datenaustauschmöglichkeit mittels moderner Speichermedien gibt. Allerdings wäre es halt auch echt toll, wenn der Amiga davon booten könnte. Denn zum jetzigen Stand, also Datum heute, kann er das noch nicht. Funktion ist in Arbeit, Fertigstellung noch ungewiss. Zudem ist die Lage hier drin im Amiga 600 freilich unglücklich dafür gewählt, sollte die Karte zum Datenaustausch genutzt werden sollen. So muss man ja jedes Mal das Gehäuse aufschrauben. Und da ich gerade am Maulen bin, der HDMI-Anschluss hier ist halt auch intern. Für einen externen Anschluss müsste man sich da was basteln. Klar, da würde sich der Klassiker empfehlen. RF-Modulator raus, HDMI-Buchse rein. Aber wer nun denkt, er könne sein RGB-SCART, Composite oder gar Antennenkabel restlos gegen eine moderne HDMI-Verbindung eintauschen, der irrt momentan noch. Denn in der jetzigen Core-Version werden nur die zusätzlichen Screen-Modi der Vampire über HDMI ausgegeben.
Startet man also eine Software, die einen Amiga Screen Mode benutzt, sieht man über HDMI nichts mehr und braucht wieder seine klassische Bildschirmanbindung. Soundausgabe ist ebenfalls noch nicht über HDMI drin, sondern exklusiv nach wie vor über die Cinch-Buchsen. Aber auch hier gilt, abwarten ist alles in der Mache. Ich bin halt eben der Auffassung, dass wenn der Amiga schon ins Full-HD-Zeitalter gehoben werden soll, dies eben auch für seine Schnittstellen gelten muss. Und jetzt reden wir mal nicht mehr lange drum herum. Theorie ist ja recht und schön, aber unser Eins will ja wissen, was das Ding so drauf hat. Also legen wir mal los. Mein 600er hier hat das undankbare Kickstart 2 Version 37.299. Das war einer der damaligen Sargnägel, denn der 600er hat zwar einen internen IDE-Anschluss und einen PCMCIA-Slot, jedoch wurden beide von dieser ersten Kickstart 2 Version nicht unterstützt, so bekloppt wie das auch klingen mag. Man konnte zwar die notwendigen Treiber von Diskette nachladen, aber dies war zeitaufwendig und schlichtweg bescheuert. Als Ausgangsbasis dient diese Konfiguration aber par excellence, denn hier boote ich gerade die dazu passende Workbench 2 von Diskette. Nur um mal eine Vergleichsbasis zu haben. So, okay. So schaut also die Klassik aus. Gucken wir uns nochmal die Werte an, die uns Süßinfo um die Ohren haut. Ja, Standard eben. Und jetzt zum Vampirismus. Erstmal alle Kabel vom Amiga 600 abziehen. Reichlich Licht dazu und es kann losgehen. Amiga herumdrehen und die Schrauben lösen und möglichst dort deponieren, wo wir sie auch wiederfinden. Das Gehäuse des 600ers wird an den Seiten und hinten von empfindlichen Haltenasen zusammengehalten, die gerne abbrechen. Also hier bitte viel Fingerspitzengefühl walten lassen. Und vor dem Öffnen den Stecker für die drei Status-LEDs abziehen. Vorne, unten, rechts. Und dann das Ganze vorsichtig nach hinten klappen, sodass der Tastaturverbindung kein Leid widerfährt. Wer noch das RF-Shield obendrauf hat, solche Rechner soll es tatsächlich noch geben, der muss das jetzt entfernen. Spätestens jetzt sollten wir uns mal erden, um eventuell vorhandene elektrostatische Aufladung loszuwerden. Und jetzt Achtung! Ich weiche jetzt absichtlich von der Bedienungsanleitung ab. Ja, zur Vampire gibt's eine Bedienungsanleitung. Normalerweise sollten wir nun das gesamte Board entnehmen, damit wir diese Bolzen hier von unten verschrauben können. Damit soll die Vampire später bombenfest montiert werden. Da diese Vampire hier aber, wie gesagt, nur eine Leihgabe ist, montiere ich sie nicht fest, sondern stecke sie einfach nur mal so drüber. Hält ebenfalls erstaunlich gut, ist aber nicht stoßfest. Vorher reinigen wir den 68.000er Chip mal gründlich ab, damit der Vampir ordentlich zubeißen kann. Die Anleitung spricht hier sogar von einem speziellen mitgelieferten Reinigungspad. Naja, das scheint den Weg von Österreich hierher zu mir wohl nicht geschafft zu haben. Oder es ist nur im Mondlicht sichtbar. Keine Ahnung. Jedenfalls wird der Sockel der Vampire so herum auf den 68.000er des 600ers aufgesetzt. Erstmal nur leicht auflegen, etwas hin und her bewegen, bis man merkt, dass die Karte die passende Position gefunden hat. Erst dann mit sanfter Gewalt andrücken. Es sollte sich ungefähr so anhören. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das Kickstart-ROM des Amiga ausgebaut werden müsse, da die Vampire ihr eigenes ROM mit dabei hat. Nur halbe Wahrheit. Ja, die Vampire hat ihr eigenes ROM dabei, aber bei der Version 2 zumindest muss das eingebaute Kickstart des Amigas nicht entfernt werden. Kann bleiben, wo es ist.
Und das war's dann auch schon wieder gewesen. Mehr ist erstmal nicht nötig. Ich schließe jetzt gleich direkt ein HDMI-Kabel an die Vampire an. Dadurch geht der Deckel zwar nicht mehr ordentlich zu, aber wir wollen uns ja erstmal nur mit dem Ding ein wenig bekannt machen. Zum Testen habe ich hier eine Compact-Flash-Karte mit Workbench 3.1 vorbereitet. Bildschirm ist jetzt über RGB auf SCART angesteuert. Logisch, denn die Workbench 3.1 nutzt freilich einen Amiga-Screen-Mode. Okay, das ist eine ordentliche Bootzeit. Dagegen kann man nichts sagen. Und auch das restliche Handling ist jetzt so flott, es fühlt sich fast schon irgendwie nach Emulation an. Also so rattig schnell, wie das Ganze hier jetzt ist. Ja, also für die Puristen, ja, die einfache, alte, klassische, schöne, graue, langweilige Workbench 3.1 funktioniert mit der Vampire. Aber so viel Leistungsüberschuss braucht Last. Und deswegen greife ich jetzt mal zu einer stark modifizierten Version von OS 3.9. Es ist eine spezielle Zusammenstellung, speziell für die Vampire. Ich schalte den Monitor jetzt um auf HDMI, denn diese Workbench macht Gebrauch von den Vampire Screen Modi, welche aus dem Vampire eigenen sogenannten SAGA oder SAGA Repertoire stammen. Rumsdibums. Und das ist jetzt ein bisschen brutal. Da muss ich mich jetzt doch echt fragen, ist das noch ein Amiga? Na, auf jeden Fall kein klassischer mehr. Auflösungen bis zu Full HD, Farbdarstellungen bis zu 32 Bit und das alles auf einer ECS-Maschine. Naja, ECS spielt hier keine Rolle mehr. Das SAGA aus der Vampire übernimmt hier die digitale Bildausgabe eben komplett. So erhalten wir also eine Workbench, die sich hinter keiner modernen GUI verstecken müsste. Einen eigenen physischen SAGA-Chipsatz suchen wir auf der Vampire allerdings vergebens, denn SAGA steckt komplett mit drin im FPGA. Und was sagt SysInfo jetzt dazu? Hups, ja, okay, klar. SysInfo benutzt einen Amiga-Screen-Mode, also erstmal wieder umschalten. So, jetzt. Okay, das Ding ist nicht zu stoppen. Ich hab's nicht ganz im Kopf, aber ich meinte, dass eine 68060er Turbo-Karte, sei es nun im A2000 oder A4000, auf ungefähr 37.000 Drystones kommt. Ja, das Ding macht's auf jeden Fall platt. Und jetzt halte ich mal ein wenig die Klappe und fahre hier ein paar Softwarebeispiele ab, damit ihr euch ein Bild von der Lage machen könnt.
That's wrong. Damn, those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Das Team Apollo hält also den heiligen Gral in der Hand. Würde sich denn ein potenter Finanzier finden, der paar Millionen locker machen würde, so könnte ein echter 68080 als ASIC entstehen, der dann in Taktungen laufen könnte, wie wir sie von modernen PCs kennen. Was für eine Vorstellung. Ein Amiga mit 2 GHz. ASIC steht übrigens für Application Specific Integrated Circuit, also eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung, oder nennen wir das Ding lieber nach einer Vokabel, die wir Amiganer besser kennen. ASICs sind Custom Chips. Eben nicht frei umprogrammierbar wie die FPGAs und daher auch deutlich schneller. Der Apollo Core erfährt derzeit noch kontinuierliche Verbesserungen. So gehört es also zum Alltag eines Vampire-Besitzers, wenn er dies denn wünscht, seinen FPGA mit den neuesten Entwicklungen zu versorgen. Dies geschieht sehr komfortabel mittels der verfügbaren Flash-Software.
Die neuesten Cores, Anleitungen und Frequently Asked Questions werden auf der projekteigenen Wiki zur Verfügung gestellt. Die Vampire V4, also das Nachfolgemodell, kann standalone betrieben werden, braucht also selbst gar keine eigene Amiga-Hardware mehr zum Funktionieren. Sie soll auch für Ataris nutzbar sein. Man soll dann quasi per Schalter zwischen Amiga oder Atari wählen können. Aber das muss man auch erstmal verdauen können. Ich bin beeindruckt von der Schaffenskraft der Herrschaften, die die Vampire kreiert haben. Allerdings bin ich nicht beeindruckt von der Performance. Es ist nun mal moderne Hardware. Ja, Himmel, was soll man denn auch sonst davon erwarten, außer umwerfender Leistung? Das Ding ist von heute, arbeitet mit den Ingredienzien heutiger CPUs. Also warum soll es nicht auch heutiger Leistung entsprechen? Ich weiß echt noch nicht, was ich davon halten soll. Wem kann man die Vampire empfehlen? Dem Neueinsteiger vielleicht? Naja, je nachdem, würde ich sagen, wohl kaum. Er würde nämlich ein vollkommen abwegiges Bild vom Amiga erhalten, meine Meinung. Dem Puristen braucht man damit sowieso nicht kommen. Dann dem Zocker vielleicht. Ja, nicht, wenn er auf alte Amiga-Games steht, denn dafür braucht's die 300 Euro schwere Vampire nicht. Also dem Hipster vielleicht, der mit einem alternativen Computersystem auffallen möchte. Aber was soll er damit machen, wo es doch kaum Software gibt, welche die Leistung tatsächlich auch abfragen würde? Ich weiß es nicht. Von einem Spieleprogrammierer habe ich gehört, dass er so lange die Finger von der Vampire lässt, bis es einen finalen Core gibt. Okay, er hat eben Bedenken, dass seine Software das nächste Core-Update möglicherweise nicht überleben wird. So ist der FPGA also nicht nur Segen, sondern auch Fluch zugleich. Damit es klar ist, ich will die Vampire keineswegs schlechtreden. Nochmal, ich bin überzeugt davon, dass dies die Zukunft des Amiga sein wird. Allerdings wird diese Zukunft, sollte sie tatsächlich gänzlich ohne klassische Hardware auskommen, definitiv ohne mich stattfinden. Mein Herz schlägt nun mal für die alten Kisten, deren Produktion Mitte der 90er Jahre final zum Erliegen gekommen ist. Einen Rausschmeißer habe ich noch. Guck doch mal, was auf dem Chip des Indivision ECS draufsteht. Habe ich nur so nebenbei entdeckt. Na, so war ich aber auch. So viel erstmal zur Vampire. Ich bin sehr froh darüber, dass ich es mir hab anschauen dürfen, pack das Ding jetzt aber wieder fein ein und schick's zurück in die Alpenrepublik. Möge ihr Besitzer bedankt sein und damit glücklich werden. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.